Hallo, liebe Star Trek-Fans, hier ist euer Voice von 80 mit einer weiteren Ausgabe der Star Trek Starship Collection. Und heute gibt es Nummer 73, den Borg Renegadenschiff, und einmal die Nummer 74, der Bajoranische Raider. Ja, oder mal sagen, wir fangen gleich mit Nummer 73 an. Nämlich der Borg Renegadenschiff aus der Folge Angriff der Borg von The Next Generation. Und würde mal sagen, wir gehen gleich mal in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal dann das Magazin und das Schiff genauer an. Bis gleich. Ja, die Ausgabe Nummer 73 ist der Borg Renegadenschiff. Abtrünnige Borg, Stapellauf 24. Jahrhundert und Antrieb ist Transwarp, hat verschiedene Waffen. Und jetzt schlagen wir einfach mal auf. Hier haben wir schon mal Inhaltsangabe von dem Magazin. Dann hier die Spezifikationen von dem Schiff. Als angeführt wurde er von dem Zwillingsbruder von Data, dem Lore. Und hier ein paar Bilder zu dem Schiff und natürlich auch ein paar Schiffsprofile. Und wir blättern einfach mal durch, natürlich auch ein paar Bilder von der Serie. Hier mal eine Draufsicht, Seitenansicht und Rückansicht von dem Schiff. Und hier eben dann das Design des Borg Renegadenschiffs. Hier sieht man ein Bild, was mit Styropor und mit schwarzem Klebeband gebastelt wurde. Schaut auch ganz cool aus, wie ich finde. Und hier nochmal dann Jonathan Del Alco, wo eben den Hugh gespielt hat aus der Enterprise D. Und hier geht es dann weiter. Auch eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Und jetzt hier im Angriff der Borg, auch hier hat er mitgespielt. Und jetzt sind wir schon auf der letzten Seite, auf dem Schirm. Und das Schiff kam eben bei Angriff der Borg Teil 1 und Teil 2 vor. Hier nochmal ein Bild von Stephen Hawking, wo eben er mitgespielt hat in einer Folge. Und hier die Ausgabe 74, der Bajoranische Raider, den ihr auch später gleich zu sehen bekommt. Hier nochmal eine Draufsicht vom Schiff und wir machen jetzt einfach mal einen fliegenden Wechsel und das Magazin fliegt mal auf Seite und hier ist dann nun das Schiff enthalten und das werde ich jetzt mal auspacken und dann sehen wir uns gleich wieder in der weiteren Ego-Perspektive. Das Schiff habe ich nun ausgepackt und hier mal der Sockel von dem Schiff und hier einmal den Ständer, das war mal was ganz Besonderes. Jetzt seht ihr schon, hier wird einfach dann das Schiff reingelegt und das machen wir jetzt hier gleich mal fest. So schaut es aus und hier eben dann das Schiff. Das schaut im Ganzen so aus. Ich hätte mir ein bisschen eine andere Farbe gewünscht, aber auch das passt auch irgendwie. Und hier eben diese hellblauen Stellen sind auch etwas durchsichtig, die haben auch übrigens einen Glanzeffekt. Das Schiff an sich ist ungefähr 9 cm groß, also recht klein gehalten, hat aber trotzdem sehr schöne Details hier enthalten, wie zum Beispiel jetzt hier eben diese rote Farbgebung noch. Und ja, wo natürlich hier die Brücke ist, ist natürlich nicht auffindbar und es soll eigentlich ein Arm darstellen, so wurde es auch beschrieben in dem Magazin. Hier nochmal dann die Seitenansicht, hier mal von hinten, von der anderen Seite hier noch. Und nochmal von vorne. Oh, hier wackelt es ein bisschen, also hier sollte man vielleicht nicht so eich. Hier nochmal von unten und hier nochmal von oben. Und jetzt kann man einfach an das Schiff hier reinzusetzen und dann bleibt es auch hier so hängen. Kann man nochmal rumdrehen. Ist mal eine etwas andere Form, stelle ich fest. Also aber trotz alledem ein cooles Schiff, wie ich finde, und macht auf jeden Fall was her. Ja, das war es auf jeden Fall schon mal von dem Borg Renegadenschiff und wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Borg Renegadenschiff, die Ausgabe 73 und wir machen jetzt direkt weiter mit der Ausgabe 74, nämlich den Bajoranischen Raider. So schaut es aus. Cooles Schiff auch und auch das Schiff kann sich ja wirklich sehen lassen, ist auch ein richtig großer Klotz. Perfekt. Und ja, auch da werden wir direkt mal in die Ego-Perspektive wechseln und uns mal dann das Magazin und das Schiff genauer ansehen. Bis gleich. Kommen wir zum Magazin von der Ausgabe 74, den Bajoranischen Raider. Ist ein Angriffssieger, Stapellauf im 24. Jahrhundert und Besatzung waren es zwei.
hat eine Länge von 33,10 Meter und wir schlagen einfach mal auf. Hier haben wir schon mal die Inhaltsangabe von dem Magazin und die Spezifikation von dem Schiff. Und wir schlagen einfach mal hier auf. Das erste ist aufgetreten bei die Belagerung, wo eben Kira und Dex in den alten Höhlen vom Widerstand zu den Cardassianern noch dieses Schiff gefunden haben. Und hier geht es dann weiter mit dem Magazin. Hier natürlich hier Schiffsprofil, wie es eben entstanden ist. Hier mal eine Draufsicht, Seitenansicht und Rückansicht. Auch sehr cool. Und dann hier eben die Entstehung oder zumindest das Design des Schiffes. Hier auch ein kleines Bild, wie es halt eigentlich ausschauen soll. Oder ursprünglicher Entwurf hat eigentlich auch ganz gut ausgesehen. So eine lange spitze Nase da gehabt. Und dann haben wir hier noch die Entstehung der Bajoraner. Auch immer sehr interessant mit den Drehkörpern. Und hier geht es dann weiter mit dem Abgesandten Captain Sisko. Und hier eben dann die Belagerung wird hier ein bisschen besprochen. Und jetzt hier eben einmal auf den Schirm. Die Belagerung ist erfolgt schon einmal in Schatten und Symbole. Und hier haben wir schon mal eine kleine Vorschau zur Ausgabe 75, nämlich die Captain's Yacht von der Enterprise E aus der Aufstand. Auch sehr schön. Und jetzt geht es hier mal weiter mit der Rückansicht oder Draufansicht von dem Schiff. Und ja, wir machen einen fliegenden Wechsel. Hier schon mal das Schiff ist wirklich sehr groß ausgefallen. Sehr guter Maßstab auf jeden Fall, man kann alles gut erkennen. Und da werde ich jetzt mal kurz einen kleinen Schnitt machen und packe das mal kurz aus. Und dann schauen wir uns mal das Schiff mal genauer an. Bis gleich. Ich habe den Bajoranischen Raider ausgepackt und was soll ich sagen, richtig cooles Schiff, wirklich auch sehr groß. Okay, die Farbgebung hätten sie ein bisschen besser machen können, vor allem hier hinten beim Antrieb. Der ist wirklich genau farbgleich wie auch jetzt schon zu dem ganz anderen Schiff. Dafür ein bisschen Verschmutzungsfarbe hingemacht, wäre ganz cool gekommen. Und auch das Cockpit schaut schon sehr aufgesetzt aus, wie ich finde. Schaut sehr sauber und ordentlich aus. Auch sind hier diese Schnittfassungen extrem, wie ich finde. Aber gut, okay, hier geht es dann mal weiter. Und das Detailgrad von dem Schiff ist wirklich sehr hoch, wie ich finde. Ist auch ein sehr großes Schiff. 10 cm auf 10 cm ungefähr von den Flächen her ist doch ganz akzeptabel. Und hier eben dann die verschiedenen Verstrebungen sieht man hier auch. Dann auch nochmal hier wegen dem Antrieb mit den ganzen Röhren. Und von unten schaut das Ganze so aus, auch sehr schön gemacht. Hier eben auch vielleicht die Landekufen, können vielleicht das hier sein. Und ja, wie gesagt, der Antrieb hätte man ein bisschen schmutziger machen können. Hier natürlich auch dann die Klebefläche, wie zusammengesetzt wurde, sieht man hier auch sehr gut. Aber ist ja eh so rum, also von daher nicht so dramatisch. Ja, man kann jetzt hier draufsetzen. Ich schätze mal so hin, jawohl, genau, sehr schön. Und dann bleibt er auch sehr gut im Sockel, obwohl er recht schwer ist, das Schiff, weil manchmal ist eben der Ständer etwas zu schwach für diese Schiffe. Aber hier hält es auch sehr gut fest und macht auch wirklich was Schönes her. Ja, das war die Ausgabe 74, der Bajoranische Raider. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Star Trek Fans, das war die Ausgabe 74 der Star Trek Starship Collection mit dem Magazin. Sehr cool. Und natürlich auch der Borg Renegade war auch sehr schön. Ja, als nächstes hoffe ich jetzt endlich mal, dass die K7 bald mal bei mir eintrifft, denn auf die war jetzt schon längere Zeit. Und ja, das war's auch schon mit dem Star Trek Starship Collection Video mit den Ausgaben 73 und 74. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr diese Schiffe findet. Und ja, das war's erstmal. Und bis dann. Tschüss mit ihr und beep. Live long and prosper.